Mädchen mit Gewalt ist von einer so konsequenten Härte und kompromisslosen Offenheit, wie sie im deutschen Film bisher nicht bekannt war. Ich finde, es ist der beste Film von Roger. Unbedingt. Weil der unglaublich intensiv ist in dieser Kiesgrube. Ja, der hat eine ganz starke Intensität und ist filmisch interessant, auch mit dem einen Drehort und die drei Leute und natürlich auch brutal, aber sehr, sehr gut. Mädchen mit Gewalt.